Schwarz ist auch kürzer. Ich glaube, es sind die gleichen Widerstände wie vorher. So. Also. R1 ist was? 0,98 Kilo. So. R2. Gut, das heißt, R ist gleich, und ich glaube, das schreit jetzt ein bisschen nach einem Taschenrechner. So. 0,98, oder was mache ich da? Ich habe einen Computer. So, was nehmen wir? Maxima, wenn dann so Zeit. Ein Computer-Algebra-System. 2,17 durch 0,98 plus 2,17. So. Oh, der sagt, das ist 0,675111111. So genau wird es nicht. Also, so. R ist gleich 0,675 Kiloohm. Das ist die Voraussage, die unsere Formel sagt, die wir uns vorher geleitet haben. Und jetzt schauen wir, ob das mit der Wirklichkeit übereinstimmt. So. Dazu hänge ich jetzt diesen zweiten Widerstand parallel zu dem, der da gerade drauf ist. So. Ah, es ist gerade nicht verfehlt. Natürlich. Was? Nein, ist theoretisch weiß eigentlich jedem klar, was ich machen werde. So, da, 0,68, naja, wenn wir das hier aufrunden, also wenn wir das runden auf 2 Dezimalstellen, sind wir genau dort. Also, wir können beruhigt sein, wir haben richtig, richtig gearbeitet mathematisch. Gut, so, das kann man alles wieder zumachen. Gut, Experiment hätten wir gemacht. Wie verhält es sich mit der Parallelschaltung von mehr als 2 Widerständen? Also, dann eben die Frage ist, dieser Operator, den wir da kennengelernt haben, ist der kommutativ, ist der assoziativ, wie ist das? Also grundsätzlich, wie verhält es sich mit der Parallelschaltung von mehr als 2 Widerständen? Genau, also kommutativ und assoziativ muss er sein. Da brauche ich gar keine Mathematik dazu, da reicht mir die physikalische Anschauung. Weil, wenn ich da jetzt 5 Widerstände in Parallel habe, dann gibt diese Schaltung ja nichts vor, wie da Klammern zu setzen sind und ob quasi R1 parallel R2 gemeint ist oder R2 parallel zu R1. Das heißt, wenn diese Formel dieser Schaltung hier beschreibt, dann wissen wir auf jeden Fall mal die Kommutativität, die haben wir auf jeden Fall. Weil ob das links oder rechts steht, das darf keinen Unterschied machen. Und das kann man sich dann auch überlegen. An der Formel, wenn ich die beiden Terme vertausche, das macht keinen Unterschied. So, wie ist das jetzt bei 3 Widerständen?
Habe ich jetzt bei 3 Widerständen einfach 1 durch 1 durch 1 plus 1 durch 2 plus 1 durch 3? Ja. Warum? Weil die Leitwerte sich immer noch addieren. Genau, weil die Leitwerte sich immer noch addieren. Also an der Formel sieht man es nicht so schön, dass das das Gleiche sein muss, aber da haben wir es ja. Also da ist es irgendwie klar, da kann ich genauso argumentieren wie vorher. Wir machen zuerst die Parallelschaltung von den ersten beiden und dann die Parallelschaltung zwischen dieser Parallelschaltung und dem dritten und so weiter und so fort. Dann habe ich da eine lange Liste von Leitwerten und damit kann ich genau diese Argumentation machen und komme dann eben hier auf eine lange Liste von solchen 1-durch-Termen unter dem Bruch. Und da kann man sich jetzt dann überlegen, weil jetzt haben wir eben mehr als 2, jetzt kann man es Klammern setzen und da kommt man dann auch drauf, da gibt es überhaupt keinen Grund, warum das nicht assoziativ sein sollte, warum das irgendeinen Unterschied macht, ob das so oder so Klammer, weil einfach die Schaltung nicht, keine Information trägt, wie sozusagen eine initiale Klammernsetzung zu sein hat. Das heißt, das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Operator. Und ich frage jetzt nicht, wie er sich bezüglich Multiplikation verhält. Das kannst du dann zu Hause ausprobieren, das ist ein bisschen schwieriger, wie es ausschaut. Mit er ist nicht einfach distributiv, das ist ein bisschen schwieriger. Okay, der Leitwert ist der Kehrwert des Widerstands. Wie lautet die Formel für Parallelschaltung von Leitwerten? Das war genau das, was ich jetzt irgendwie vorweggenommen habe, weil ich gesagt habe, wir rechnen es auf diese Art und Weise. Also die ist sehr einfach, diese Formel. Welche Aussage über Widerstandswert und Leitungsquerschnitt kann man aus den Erkenntnissen über Parallelschaltungen von Widerständen herleiten? Auch das haben wir gerade vorher besprochen. Was passiert, wenn ich einen Leiterquerschnitt verdoppel, also von der Fläche verdoppel? Nicht proportional verhält sich was? Umgekehrt. Der Widerstand ist umgekehrt proportional zum Querschnitt oder der Leiter ist halt proportional dazu. Genau. So, weshalb nennt man eine Parallelschaltung von Widerständen auch Stromteiler? Ihr erkennt, es ist ein gewisses Muster da. Nicht? Das gehört irgendwie zusammen und in der Tat nennt man diesen Bezug zwischen Serienschaltung und Parallelschaltung Dualität. Man hat ganz, ganz viele Dinge in der Elektrotechnik, die sich dual nennen. Und das hat immer damit zu tun, dass das eine mit der Spannung so verhält, wie das andere mit dem Strom und umgekehrt. Und wir haben vorher einen Spannungsteiler gehabt und das Duale dazu ist eben der Stromteiler. Also warum nennt man die Stromteiler, diese Schaltung? Strom wird aufgeteilt. Mein IQ, was ich reinschicke, wird geteilt in einen I1 und einen I2. Und auch das kann ich jetzt wieder verwenden. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, dass ich diesen Strom hier spannungsmäßig nicht belaste, dann kann ich auf diese Art und Weise aus einer großen Stromquelle eine kleinere Stromquelle machen. Also ihr seht das Duale. Wir haben vorher gehabt, Spannungsteiler, wenn ich den Spannungsteiler strommäßig nicht belaste, kann ich aus einer großen Spannungsquelle eine kleine Spannungsquelle machen. Jetzt haben wir alles umgedreht und wir vertauschen immer Strom und Spannung. Wenn ich eine große Stromquelle habe, kann ich mit einem Stromquelle eine kleine Stromteil eine kleine Stromquelle machen, wenn ich sie spannungsmäßig nicht belaste. Das heißt, wenn hier immer noch 0 Volt ist und ich nicht hier eine Batterie oder so dazwischen hänge, die das quasi da ändert. Weil unsere Annahme war, dass an beiden Widerständen die gleiche Spannung auftritt. Vorher beim Spannungsteiler haben wir gesagt, man darf strommäßig nicht belasten, weil unsere Annahme war, dass durch beide Widerstände der gleiche Strom fließt. Und jetzt, wir dürfen spannungsmäßig nicht belasten, weil wir angenommen haben, dass an beiden Widerständen die gleiche Spannung auftritt. Also das sind sehr, sehr wichtige Prinzipien. Und oft ist es so, dass wenn eine Schaltung in einem gewissen Denkmuster nicht passt, dann kann man sich überlegen, ist die dual zu etwas und dann vertausche ich Strom und Spannung, vertausche ich Widerstand und Leitwert und so weiter und so fort. Und habe am Schluss etwas, das kenne ich schon 1:1, ich muss mir halt jetzt immer statt Spannung Strom und umgekehrt vorstellen. Gut, ich glaube, das war jetzt eh mit dem Kapitel. Genau. Noch Fragen dazu? Ja? Über Spannungsquelle kann man noch eine Anwendung für eine Spannungsquelle, die stromlässig nicht sehr belastet, vorstellen. Umgekehrt tue ich mir gerade ein bisschen schwer. Referenzstromquelle. Also bei der Spannungsquelle ist das auch so. Du brauchst irgendwie was, wo du quasi eine Referenz hast, wo du irgendwie sehen kannst, da ist 1 Volt und dann verarbeitet das irgendwie weiter. Und es gibt zum Beispiel so einen Stromspiegel, die könnte man da verwenden, wo
wo man auf der einen Seite einen Referenzstrom durchschickt, der spannungsmäßig nicht belastet wird. Und dann kriegt man auf der anderen eine Seite eine gleich große Stromquelle, mit der man spannungsmäßig mehr oder weniger machen kann, was man möchte. Werden wir dann kennenlernen im Block 30 oder so. Gibt es einen eigenen Block, der heißt Stromspiegel und Stromquellen irgendwie so. Sonst Fragen? Gut, dann schauen wir weiter.